Hi, da ich ein Haus bauen werde und euch bis ins kleinste Detail mitnehmen möchte, dachte ich mir auch, so Sachen wie Planung werden sehr interessant sein, das mit einzubringen. Planung für mich sehr wichtig, nicht nur, dass man im Nachhinein noch Unterlagen hat, wo man vorfinden kann, was wo wie verlegt wurde, sondern auch nicht das Nachsehen hat und beispielsweise irgendwelche Durchbrüche durch die Fundamente noch machen müsste und dann abdichten, Probleme mit aussteigender Feuchtigkeit. Wenn man alles im Vorfeld komplett gut plant und nichts vergisst, dann ist man auf der sicheren Seite. Deswegen sollte es jetzt, bevor wir die Bodenplatte und so weiter machen, werden ja jetzt hier die Fundamente gegraben, gegossen und dann die KG-Rohre für Abwasser und so weiter hingemacht. Auch für Außenbereiche auf Strom sollte ich natürlich achten, wo ich auch die guten fränkischen Leerrohre nehme. Ich habe die mal aufgemacht. Hier. Fränkische Carboflex, 75er Durchmesser sollte auf jeden Fall reichen. Die sind sehr gut bezüglich ihrer Druckfestigkeit und dass die für ein Erdreich geeignet sind. Deswegen werde ich davon ein bisschen was nehmen. Einmal für Wasser und für Strom, welches ich von Abstellraum unterirdisch in die und die Bereiche ziehe. Deswegen habe ich mir auch schon mal einen Plan gemacht. Diesen sehen wir hier zum Beispiel, wo ich erstmal mich um Regenwasser gekümmert habe. Wo soll das im Endeffekt abfließen? Natürlich da, wo wir die Regenrinnen haben. Ich stehe auch vor einigen Herausforderungen, wo ich nochmal mit dem Architekten reden möchte, auch bezüglich der Menge des Wassers und so weiter, ob das so in Ordnung ist. Wenn ich mir nämlich mein Haus angesehen habe, dachte ich mir, in dem Bereich, wo wir diese Dachflächen haben, wird es easy sein, von der Mitte aus mit Gefälle nach rechts, mit Gefälle nach links. Dann das Abwasserrohr an der Wand entlang runterführen, mitten im Bogen auf das andere Dach ableiten. Und hier hast du nochmal genau dasselbe Konstrukt unten, Regenrinne mit Gefälle nach links und rechts, wo dann das gesammelte Gesamtwasser einmal hier in die Erde abfließen kann, beziehungsweise in die Zisterne, welche ich vorne haben werde, und einmal hier an der Seite. Das werde ich fragen, ob das so in der Form möglich ist. Dieses Phänomen werden wir dann auch hier hinten haben, bloß ohne so einen Dachüberstand. Deswegen von hier aus ein Rohr einfach hier runter und hier in die Zisterne ableiten lassen. Und hier wird es ein bisschen sehr tricky. Hier habe ich nämlich so eine Art Vordach oder Windfang, würde ich sagen. Und da hat man die Möglichkeit, jetzt entweder es nach außen hin runterfließen zu lassen und außen hier runter zu gehen, was ich schöner finde, als nach innen zu gehen und es hier ableiten zu lassen, weil das muss ich nämlich an beiden Seiten machen. Und hier möchte ich auch noch rechts neben der Haustür eine Klingel installieren. Deswegen könnte man prinzipiell hier mit dem Rohr einmal runtergehen und es hier ableiten. Dann hier eine Regenrinne mit Gefälle nach hier. Und dann gibt es solche Abzweigungsrinnen, wo du dann in ein anderes Rohr abzweigen kannst. Das könnte man reinmachen, dass das gesammelte Wasser insgesamt hier runterfährt. Oder was ich mir überlegt habe, von der Regenrinne die Wand runter zu gehen, dann so einen 45-Grad-Bogen auf diese Dachfläche ziehen, damit das Wasser hier drauf geht und über die Regenrinne weitergeleitet wird, um hier vorne abfließen zu können. Da hätte ich auch den Platz und keine Probleme, noch eine Klingel. Ja, Klingel würde auch noch passen, das wäre nicht das Problem. Aber da frage ich ihn mal nach Rat und Tat und dann werde ich auch schlauer werden, wie es am besten ist. Es sei denn, ihr ballert noch irgendwelche Kommentare rein, weil hier werdet ihr sehen, dass ich auch auf eure Kommentare auf jeden Fall eingehe, was das angeht. Und so sieht das Ganze aus. Deswegen haben wir einmal hier Regenwasser-KG-Rohr, dann haben wir hier ein KG-Rohr. Vorsichtshalber habe ich den jetzt hier außen hingezeichnet und hier auch an der Stelle außen. Garage wird ein Flachdach sein, sollte natürlich auch eine Art Gefälle auf dem Flachdach haben und das Regenwasser zu den Seiten ableiten. Bei der Dachfläche dachte ich mir, wäre es sinnig, auf jeden Fall einmal in die Ecke abzuleiten und in die Ecke abzuleiten, wo ich dann die KG-Rohre nach außen gelegt habe. Hat mein Vater gefragt, willst du beim Nachbarn im Grundstück das Wasser ableiten? Dann habe ich gesagt, nee, ah, hier ist doch die Grenze und hier ist direkt Zaun. Bei Flachdach kannst du auch oben meine Dings hinmachen, da ist sowieso so eine Metallblechgarnitur, wo das Wasser abfließt und dann kann man das auch in der Garage an der Wand runterführen und dann ableiten und dann geht es entsprechend so. Deswegen liegt es jetzt innen mit den KG-Rohren in der Garage und noch auf meiner Grundstücksfläche.
Und Abwasser ist wichtig gewesen. Und da brauche ich einmal für die Küche Abwasser, für die Spüle. Und für Erdgeschoss Badezimmer. Mein Schwager hat ein Kagero ausgeführt und hat jetzt viel Leitungsweg vom Abwasser, von der Dusche bis zur Toilette, wo das Abwasserrohr in den Boden geht. Und ich habe mir gedacht, aufgrund dessen, dass ich eine ebenerdige Dusche haben möchte und nicht am Ende vor der Herausforderung stehe, noch Rohfußboden wegstemmen zu müssen oder sonstiges, dass ich zwei Auslässe mache. Einmal hier für die Badewanne und Dusche. Und dann noch einen separaten Kagerohr für Toilette und Waschbecken. Und für Obergeschoss führe ich den hier nach oben. Und hier ist auch für Obergeschoss, auch aufgrund dessen, wegen dem Gefälleweg, sage ich mal, den ich am Ende haben werde. Wenn wir uns das im Obergeschoss mit dem Abwasser so ansehen, dann würde das folgendermaßen aussehen, dass ich einmal an dem Punkt, wo ich den Mauszeiger jetzt habe, im Endeffekt das Kagerohr nach oben geführt habe. Bedeutet, ich mache kurz meinen Finger drauf, an der Stelle hier würde das eine Kagerohr aus dem Boden kommen und das wäre dann für Toilette und Waschbecken. Und das andere Kagerohr habe ich hier neben dem Kamin in dem Bereich. Und das würde im Endeffekt dann hier an dem Punkt rauskommen und das kann ich dann für die Dusche benutzen und kann die ebenerdig machen. Und ob ich dann das Kagerohr oder das hier nehme, um Abwasser von der Waschmaschine noch hinzuleiten, ich glaube dann eher den Weg, kann ich mir dann entsprechend aussuchen. Und dann ist das auch in Ordnung und alles im Rohfußboden und dann kommt noch Bodenaufbau 16 cm und dann ist alles schick. Deswegen, ich werde jetzt auf jeden Fall darauf achten, die ganzen Rohre unterirdisch in der Form zu verlegen, auch bezüglich der Mehrspartenhauseinführung, welche hier in dunkelgrün ist, auszuführen. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal Wasser, Strom und Glasfaser unterirdisch und muss dann nie wieder ran, irgendwelche Durchbrüche durch die Wände von außen zu machen und so weiter. Dann brauche ich einmal Strom für eventuelle Außenplatzbeleuchtungen oder so, aber auch für die Pumpe, welche in die Zisterne reinkommt. Und dann noch ein Rohr für Wasser, was dann in die Zisterne reinkommt. Und dann von der Zisterne geht ein Wasserrohr. Also ihr müsst wissen, Regenwasser wird in der Zisterne gesammelt. Dann werde ich aber auch noch Frischwasser anschließen an der Zisterne, sodass ein Sensor merkt, jetzt ist der Füllstand so niedrig, ich muss Wasser nachpumpen. Dann macht er das. Ich werde Zisterne, also Regenwasser und gegebenenfalls Frischwasser, welches nachgepumpt wird, für meine Toilettenspülungen benutzen. Somit wird von der Pumpe das Wasser in Abstellraum hingeleitet. Da geht es dann in einen Filter rein und von diesem Filter geht dann ein Verrohrungssystem auf dem Rohfußboden verlegt zu dem Spülkasten. Und das mache ich in der Form einmal. Deswegen die Pumpe braucht Strom und Wasser. Und dann sieht das erstmal in der Form aus. Dann brauche ich noch Wasser für die Bewässerungsanlage im Garten, unterirdisch direkt. Und Strom für eventuell Rasenmäherroboter oder Steckdosensäule oder sonstiges. Und ich werde normal hier noch zwei Steckdosen im Außenbereich an die Wand machen, aber das dann auf Rohfußboden verlegt oder über, ihr werdet es noch sehen, ich werde abhängen. Da gab es auch diverse Sachen. Ich habe mich dazu entschieden, die kompletten Filigrandeckenplatten unterhalb um 12 cm abzuhängen. So hätte ich Luft für Lüftungsrohre in der Decke zu verlegen, für Dunstabzugshaubenrohr von der Küche direkt hier über die Decke nach außen führen und da an der Außenwand so eine Art Gitter zu haben. Ich habe die Möglichkeit, die ganzen Leitungen über die Decke zu verlegen, aber nicht über die Filigrandecke, sondern unter der Filigrandecke bzw. über den Gipskartonplatten, über Sammelhalter und habe viel Zeit zu überlegen, wo was sein soll. Lautsprecherpositionierung, Spotspositionierung, LED-Stripes mit einbinden. Das wird nochmal ein Thema für sich werden. Und so sieht das Ganze aus. Kabelschacht werde ich auch reinhaben zwischen der Fassade von, also zwischen den Mauern von dem Haus und der Garage werde ich einen Kabelkanal an die Außenwand draufschrauben, welche dann zwar gedämmt wird und so weiter,
Aber so, dass ich schon mal einen fetten Schacht habe, um Leitungen hier durchzuführen, dann wirst du hier oben bei der Garage einen Durchbruch haben, wo die Leitungen rauskommen, direkt in eine Kabeltrasse reinfahren. Und hier links oben neben der Tür werde ich einen Stein auslassen, wo ich dann mit der Kabeltrasse durchfahre, um in den Abstellraum zu gehen. Und hier werde ich sowieso einen Durchbruch oben haben, um in Erdgeschoss zu kommen, die ganzen Leitungen aufzuteilen. Auch Kabel von Loxon und die ganzen anderen Leitungen, Nimmleitungen, 5-adrig, 3-adrig und was ich da alles benötige. Deswegen, also das wird auf jeden Fall auch gut. Blitzableiter bräuchte ich eigentlich nicht, da mein Haus nicht das höchste Gebäude im Ort ist. Aber ich habe es mir leichter gemacht, wenn ich einen V4A-Blitzableiter aus der Erde rauslasse, welches unten mit dem Fundament Erde befestigt ist. Und mich dann mit einem also diese auf Rolle gibt es ja für PV-Anlagen beispielsweise, diese Bänder, nicht Bänder, sondern Erdungsstäbe auf Rolle. Und die kann man entsprechend ganz gut mit solchen Schellen an der Regenrinne befestigen und nach oben führen aufs Dach und dann alle Sachen erden, diese ganzen Profile erden der PV-Anlage. Und damit tue ich es mir leichter, das direkt von hier für die Dachfläche und von hier für die Dachfläche zu erden, als von der Potentialausgleichsschiene in 16 Quadrat nach oben ziehen zu müssen oder sonstige Sachen machen zu müssen. Aber das hier wird halt die Potentialausgleichsschiene V4A-Stab, welches dann vom Fundamenterder unter dieser Mauer nach oben kommt. Genau. Und damit ist das einmal von der Planung her, wo welche Auslässe sind. Und dann habe ich natürlich noch eine Zeichnung gemacht für die Verrohrung selbst, Rohrverlegung. Und da hatte ich erstmal eine andere Zeichnung, wo ich die meinem Vater gezeigt habe, hat er gesagt, das macht man nicht mehr. Ich habe erstmal die Abzweigungen für Schmutz und Regenwasser einfach straight geführt, kürzester Weg. Und dann meinte er, nee, so schnell wie möglich aus dem Haus raus, damit man unter dem Fundament so wenig KG-Rohre hat wie möglich und immer außerhalb vom Haus bei Beschädigungen oder Wartungen oder sonstigen Sachen immer rankommen kann. Deswegen von der Regenwassersache, von der Regenrinne einmal hier runter zu der Regenrinne, dann weiter abgeleitet hier zu der Regenrinne, zu der Regenrinne, darauf geachtet, dass entsprechend das nicht hier unter dem Windfang verläuft und so weiter, sondern außerhalb vom Haus verläuft. Und dann haben wir hier oben noch die Regenrinne, welche auch noch hier zu Regenwasser in die Zisterne reinläuft. Und von der Garage die Regenrinne, welche entsprechend dann hier hinlaufen. Und Schmutzwasser von oben runter, dann von der hier, zack, habe ich das KG-Rohr auch noch mit dran. Habe ich hier direkt das KG-Rohr für Abstellraum auch dran, wo eventuell von der Wärmepumpe Kondenswasser abfließen kann und auch das von meinem Waschbecken, welches ich dann haben werde. Oder ich mache in der Garage, kann ich auch hinmachen, ein Waschbecken und mir das HT-Rohr entsprechend dann zum KG-Rohr führen. Alles kein Problem. Und hier Obergeschoss dann das Schmutzwasser-KG-Rohr auch unter der Erde direkt rausgeführt. Und das leitet sich dann hier für Schmutzwasser in diesen Kanalisationsgullydeckel ab. Und dann sieht das erstmal auch in der Form gut aus. Das zu der Planung, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Ich werde mit den Unterlagen zum Architekten gehen, fragen, absegnen lassen, Input holen und dann sehen wir weiter. Aber das von meiner rein logischen Denkweise, deswegen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!